Einen fetten Elgemülti-Gruß von mir, eurem Marv. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zurück von Resident Evil Umbrella Corps. Ja, ich spiele immer noch die kostenlose Version, die Demo-Version. Und diesmal nicht Multimission, sondern ein Leben. Gegnerisches Team ausschalten. Also man hat pro Runde nur ein Leben. Man kann nicht respawnen, ist quasi wie suchen und zerstören. Nur ohne Bombe. Und in Resident Evil statt in COD. Wie der Hund da schläft, oh wie süß. So. Also hier ist mehr vorsichtiges Vorgehen gefragt. So, jawohl. Er denkt sich jetzt wahrscheinlich, was ist mit meinen Teamkameraden passiert? Bam! Komm, der gehört mir, Alter. Ich lösche das ganze Team aus hier. Jawohl, ich hab ihn... Alter, ich hab das ganze Team ausgelöscht. Jawohl, Alter, wie nice. Ja, ich bin auch ein bisschen zufrieden. Also ich muss sagen, das Spiel macht eigentlich schon Spaß. Alter, 800 Punkte und mein Team 1-4. Das hat schon einen gewissen Reiz. Die Runden sind kurz, schnell. Also eigentlich die Modi, die ich bis jetzt so gespielt habe, sind nicht schlecht. Man könnte hier und da natürlich ein bisschen was verbessern am Spiel selbst. Aber ich muss sagen, es macht schon Spaß. Was macht ihr hier? Leute! Reißt euch zusammen. Wow, er hat kein Jammer mehr. Ja, darum kann ich mich jetzt aber echt nicht kümmern. Da sind sie wieder! Sie hängen wieder an ihren Spawn! So, Granaten. Jawohl, ich hab wieder einen! Kommt, den letzten. Der gehört auch noch mir. Jawohl! Ich mach einfach einen Double Ace. Was ist denn hier los? Alter, die Gegner, die sind ja voll schlecht. Also das sind echte Lappen, ey. Ohne Spaß. Man kann auch oben hin. Ja, easy, Alter. 6-0. Es leckt mich am Arsch. Boah, ist das geil. Vor allem im fertigen Spiel, da hat man ja auch ein bisschen mehr Waffen. Man kann die Waffen upgraden. Na, ich muss sagen, ich bin ein bisschen am Überlegen, ob ich es mir holen soll. Oder doch eher nicht. Hehe, ja, den Weg kenne ich schon, mein Freund. Komm, stirb. Jawohl. Alter. Mach ich das Triple Ace? Komm, Granate. Oh, die waren beide scheiße. LOL! LOL! Was ist das denn? Was ist das denn? Alter, ein Triple Ace, ey. Leck mich am Arsch. Was ist das denn für eine Runde? Hier Minuten gerade mal. Boah, wie ich die Gegner auseinandergenommen habe. Alter. Leck mich am Arsch, ey. Ja, ich glaube, ich hänge noch ein Röntchen dran. Weil das ist ein bisschen... 4 Minuten 30 werden. Weil jetzt 5 Minuten. So, das Spiel startet gleich. Ja, schade ist, dass man hier nicht einsehen kann, was es sonst so für Waffen gibt. Ich weiß, dass es nicht sonderlich viele gibt.
Aber es gibt auch, glaube ich, verschiedene Versionen von den einzelnen Waffen. Also es gibt, glaube ich, zwei Schrotflinten oder so. Zwei MPs, es gibt auch Sturmgewehr. Aber ich weiß da echt nicht so viel gerade. Es gibt auch verschiedene Nahkampfwaffen, das weiß ich. Verschiedene Granaten. Also ich bin momentan echt am Überlegen, ob ich es mir holen sollte oder nicht. Für 20 Euro kann man eigentlich nicht meckern, oder? Spaß macht es. Na, ich glaube, ich warte aber erstmal ab, wie ihr das seht, ob ihr da überhaupt Bock drauf hättet. Was ich aber eher nicht glaube, wenn ich ehrlich bin, dann Resident Evil hat sehr viele Fans verloren in den letzten Jahren. Durch Resident Evil 5 und 6 vor allem. Da das. Also, ich habe halt mit Resident Evil 5 angefangen, deswegen ist Resident Evil 5 so für mich, wie es hier ist. Also, nicht hier ist, aber wie es allgemein ist. Lol, Alter. Hä? Spielen wir gegen Bots oder was? Ich hab schon wieder ein Ace gemacht. Ich hab vier Aces jetzt hintereinander. Was machen die Gegner denn da? Also ich spiele das Spiel doch auch noch nicht lange. Und so schlecht habe ich mich auch echt nicht angestellt, ne? Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, das Spiel liegt mir. So. Ja, also was ich sagen wollte, für mich war Resident Evil halt immer actionreich, denn ich habe mit 5 angefangen. Und habe ich schon wieder einen Kill gemacht. Alter, ich schäme mich gerade. Es tut mir so leid, ey. Aua. So, das war's mit seinem Jammer. Weg damit. Also Resident Evil war für mich eh schon immer viel Rumgeballer. Was macht er denn, Alter? What the fuck, ey, das ist echt. Ich komme nicht drauf klar. Also Resident Evil war für mich schon immer so actionreich, denn ich habe mit Resident Evil 5 angefangen. Und dann halt ab da alle Teile Resident Evil Revelations, Resident Evil 6. Und ja, ich bin halt mit den Teilen groß geworden eigentlich. Das waren meine ersten Teile. Und für mich gehört Resident Evil halt so. Und das sieht die ältere Generation aber anders. Also die, die mit den wirklich den ersten Teilen angefangen haben. Denn da war das noch ein bisschen anders mit Resident Evil. Da war das nicht so actionreich, sondern mit Rätseln und alles. Aber ich bin eh nie so der Typ für die Rätsel Resident Evil gewesen und sowas. Alter. Alter, nicht wirklich. Ich habe jetzt sechs Aces hintereinander gemacht. Sechs. Alter. Wenn ich so gut in COD wäre oder in Counter-Strike, leck mich am mit deinen anderen Ace. Kranke Sache, ey. Ja gut, wir sind jetzt bei 10 Minuten knapp. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich hier für diese Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie ich die Gegner weggeballert habe. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch hoffentlich wieder im nächsten Video. Tschüss!